geht, was geht, was geht? Willkommen bei den Doha Talk Brothers. Heute sind wir bei der GMC 31 in Gelsenkirchen. Gleich kämpft der Michael Smolek gegen den Wikinger und wir werden Live Reaction machen. Ja? Peace, viel Spaß bei dem Video, Leute. Sehr, sehr starker Kampf. Ich bin guter Dinge, dass er das vorzeitig zu macht. Sehr zäher Typ. Ist auf jeden Fall auch. Oh! Stark. Zweite Runde. Sehr, sehr stark. Sehr geile Leistung. Das ist das Geile an dem Sport. Man hasst sich und dann liebt man sich. Was denkst du, wie wird der Michael heute abschneiden? Also ich bin ehrlich, der Wikinger sieht fit aus. Ich habe den auf der Waage gesehen. Aggressiv, der ist auf jeden Fall nicht zum Verlieren gekommen. Ich wünsche mir natürlich vorzeitiges Ende für den Michael. Ne? Aber würde mich nicht überraschen, wenn das über die Runden geht und ein knaller Kampf wird, weil der kommt aus einem Stand-Up-Gym, soweit ich weiß. Ja? Ja, also sind beide mittlerweile erfahren. Ich denke, es wird ein ausgeglichener Kampf, so jetzt rein jetzt objektiv betrachtet, auch wenn Micha Kollege ist. Aber natürlich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass der Micha erste Runde zumacht. So, los geht's. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gut aufgeregt. Ja? Der Gegner hat auf jeden Fall 11 Kämpfe, ist erfahrener als Micha, doppelt so viele Kämpfe. Schauen wir mal. Direkt harten rechten Jab getroffen. Ich habe selber die Hand zu spüren gekriegt, der hat harte Jabs. Bisher hat der Wikinger mehr Schaden genommen, auf jeden Fall. Micha hat nur ein, zwei Dinge gekriegt. Cut über dem rechten Auge bei dem. Okay, jetzt sind wir im Clinch. Ich glaube, der ist physisch stark. Stark! Okay. Ja, ist auf jeden Fall zäh der Gegner. Aber der muss sich verteidigen, sonst wird der Schiedsrichter abbrechen. Der hat den durch. Der hat den durch. Erster Runde Sieg. Ja, Junge. Der Micha Wiedermann. Der ist auf der Siegerstraße, Junge. Stark. Sehr, sehr stark, Alter. Sehr, sehr stolz. Der Michael hat mich wirklich überrascht heute, vor allem mit seinem Ground Game. Ich hätte nicht gesagt, dass der so mit ihm auf den Boden geht. Für die Leute, die sich auskennen, der hat das sehr gut gemacht. Wirklich, muss man sagen, am Boden. Knie enger am Körper, kontrolliert, nicht überhetzt. Also Respekt, er hat so einiges verbessert an seinem Ground Game. Ja. Hat mich sehr gefreut, so den Michael in dieser Verfassung zu sehen. Glückwunsch an dieser Stelle und ich freue mich auf weitere Kämpfe. Das ist der Marco, den kennt ihr schon von so einigen Videos. Ne? Ein Video erst. Ein Video? Ja, da kommen auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr von ihm. Ne? Er ist Mitorganisator von GMC und ja, eine gute Quelle für ein bisschen Geld. Falls einer von euch Geld braucht, der Junge hat genug davon. Hier gibt es gar nichts. Also, das ist der sicherste Mann. Ne? Der hat es geschafft. Bis ich gekommen bin, hat er geschafft, es keinen durchzulassen. Der Erste, der rübergesprungen ist, war Jibril. 100%. Aber das hast du mir verziehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir, mein Bruder. Bester Mensch, bester Supporter, bester Security. Ne? Alles Liebe, Bruder. Ich wünsche dir das Beste. Ja. Mein Bruder.
Glückwunsch. Ich schwöre es dir, ich habe richtig geschwitzt, als du gekämpft hast. Weil ich weiß, was für ein Druck das ist. Bruder, ich gebe dir das mal ganz kurz. Ja. Bruder, wie hast du dich gefühlt? Wie war es das für dich so nach einer Niederlage, nach 30, 35 Siegen? Dann hast du verloren und jetzt wieder hattest du... Ich weiß, wie das auf Psyche geht und ich weiß, wie wichtig dieser Kampf für dich war. Aber wie hast du das selber erlebt? Also nach der Niederlage war es sehr, sehr hart. Ich habe viele Wochen, teilweise Monate damit verbracht, zu verarbeiten. Bin dann aber umso motivierter in die Vorbereitung gegangen, habe mich dann wirklich sehr gequält und hatte das Gefühl, dass ich mich in der Vorbereitung weiterentwickelt habe, im Boxen, im Boden. Und ich habe das ein bisschen gebraucht, diesen Arschtritt. So, wenn man dieses Superman-Gefühl hat und denkt, niemand kann dich besiegen, dann muss man einfach auf den Boden der Tatsachen gebracht werden, um den Fokus wieder zu kriegen. Und den habe ich jetzt wieder bekommen. Und ich war heute extrem fokussiert. Ich war extrem da, ganz anders als bei anderen Kämpfen. Also ich bin eigentlich immer da, aber heute war nochmal irgendwie nochmal 10% mehr. Aber ich muss auch zugeben, ich war nervöser als sonst. Okay. Jetzt sage ich dir mal was. Ich habe sofort gesagt, ey, du hast den hart getroffen. Überhaupt hast du nicht versucht, so zu überlaufen. Ganz ruhig geblieben, wieder hart getroffen, immer wieder harte Schläge, aber bist sehr ruhig geblieben, hast dich nicht auf irgendwie Schlägerei eingelassen, nichts riskiert, komplett dominiert, wurdest auch zwischendurch mal getroffen, hast keine Panik bekommen. Also ich muss ehrlich sagen, das war mit einer der besten Leistungen von dir, die ich je gesehen habe. Vielen Dank. Ich bin sehr, sehr stolz vielen drauf. Ich bin sehr froh und Dankeschön. Glücklich, dass du auch erleichtert bist. Dankeschön. Alles Gute weiterhin, Bruder, und hoffe, dass wir bald wiedersehen können. Genieß deinen Sieg und abschönen. Dankeschön. Familie, ja. Das geht ab. Mein Bruder Mohamed hat heute eine brutale Leistung abgerufen. Ich sage dir, ich war richtig am Schwitzen, Bruder. Ich schwöre es dir. Wir haben nicht so viel Kontakt, also haben nicht so eng zu tun. Aber ich habe so ein Gefühl, du bist richtig eines Herz, du bist richtig guter Junge. Dankeschön, Bruder. Das gleiche Bruder, kann ich nur von dir behaupten. Und deswegen habe ich immer Herzschmerzen, wenn ich sehe, wie du kämpfst. Also ich war wirklich nervös und habe mir gedacht, ey, boah, da waren so harte Schlagabtäusche. Ne? Ich habe mir jetzt nicht gedacht, ja, okay, der geht jetzt K.O., aber das war schon so, das sah nach außen brutal aus. Du siehst auch Nase ein bisschen so angeschwollen. Aber jetzt nichts Wildes, noch ein kleiner Kratzer. Aber der andere ist noch viel schlimmer, der Gegner sieht viel schlimmer aus. Wie hast du das selber erlebt, Bruder? Für mich war das so, erstmal warst du gut dominant, hatte Schlagabtäusche, der war auch ein bisschen eingeschüchtert, aber hat nichts gezeigt. Er ist immer wieder nach vorne marschiert, immer wieder mit harten Sachen zurückgehauen. So, aber man konnte sehen, du warst auch konditionell auf sehr gutem Stand, du warst ihm damit überlegen, auf jeden Fall. Und technisch halt, ne? Danke, das war also eigentlich so gesehen, an jedem Punkt, dann hast du deinen Boden gefinisht. Man kann sagen, Bruder, du warst 3-0 in jeder Disziplin, weißt du? Dankeschön, hast du das selber erlebt, weil wenn du drinnen bist, dann siehst du Dinge anders. Manchmal die Leute dominieren im Stand und dann gehen die einfach zum Boden, weil die das gar nicht so sehen, dass die dominieren, weißt du? Bruder, ich habe einfach erstmal zum Finish, ich habe erstmal genommen, was ich bekommen habe. Ich glaube, der kam mit einem Takedown, ich habe den irgendwie gesweept und dann kam der Choke einfach. Der kam irgendwie aus dem Nichts. Boah, aber ich muss sagen, er hat gefressen. Ja. Bruder, er hat gefressen, er hat das auch wirklich nicht gezeigt. Der kann nicht zum Verlieren, habe ich direkt auch gesagt. Ja, ja, aber solche Gegner braucht man. Ja, weißt absolut, was ich meine? Absolut. So, dann, so ein richtig harter Russe, ne? Genau, Bruder, ja, so richtig harter Russe. Prototyp Russe, Respekt an den Gegner, der war auch sehr, sehr, sehr zäh. Sehr geil, Respekt an dich auf jeden Fall. Bruder, das Ding ist, er hat harte Dinger gefressen. Aber ich wusste, wenn ich in der zweiten Runde noch weiter diese Dinger gebe, dann irgendwann muss Finish sein. Irgendwann ist auch vorbei, weißt du? Ja, aber stark, Bruder. Mach ich danke sehr, schön, sehr, sehr stolz. Bruder, danke schön. Viel Erfolg weiterhin, Bruder. Und danke für euren Support. Bruder. Ah, selbstverständlich, Bruder. Solche Brüder verdienen Support. Auch für euch viel Erfolg, Bruder. Dank, auch Islam. Der kämpft jetzt demnächst auch in wieder. In 2 Wochen ist das soweit. Der kämpft ja da um Titel in Düsseldorf. Ich würde sagen, komm vorbei. Aber Tickets sind schon seit 4 Wochen, 5 Wochen ausverkauft. Danke schön, Bruder. Ich bitte dich, Bruder. Nicht der Rede wert. Ja, alles Liebe an die Familie. Auch an euch, Bruder. Auch an eure Familie. Alles Gute.